So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Bloody Bloody den Käferohren. Yo. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, Leute. Ich habe vergessen, den Speed hochzustellen. Wie konnte mir das nur passieren? Oh Gott. Da mal ein Voluminas. Okay, ein Eisenschädel. Und nochmal. Und das ist nicht gut. Songkling, das überlebt, macht Erholung und ich hasse das Spiel jetzt wieder. Zahnklinge, Zahnklinge, Ladungsstoß, ja, komm. Tschüss. Mann, das Vieh hat mich jetzt aufgeregt. Der Part geht super los, Leute. Echt mal, das ist ganz toll. Okay, noch ein Hyperheiler gegen die Paralyse. Und dann geht's hier weiter. Da geht's runter, da geht's zum Item, okay. Georock wird abgeräumt mit Eisenschädel. So ungefähr. Und Volltreffer, das ist toll. Ein Onix, ja, es gibt auch einen Eisenschädel, wenn sie unbedingt haben will. Poseustien bekommen, hier 56. Sehr schön, da ist noch ein Item, fällt mir gerade auf. Rizoros, okay. Eisenschädel. Nochmal Eisenschädel, tschüss. Das Item will ich eigentlich haben. Ja, komm, ich hol's mir. Das knet. So, weg. Ich räume jetzt alles ab. Vogelbaum. Eisenschädel. Fast besiegt. Flügelschlag. Jetzt ist es besiegt. Falscher Weg. Rizoros. Ein Eisenschädel. Kreuzschere besiegt. Geowatz. Eisenschädel. Schreck zurück. Goldschere besiegt. Luftseil. Na toll, das war's nicht wert. Aber egal. Ich habe so kein Eisenschädel mehr, also müssen wir mal kurz wechseln. Zu Papinella erstmal. Nur erstmal. Und ja, ich habe noch nichts in den Park verbracht, aber schon wieder 2 Minuten sind weg. Das ist doch jetzt nicht wahr. Hammer um. Von mir aus. Silber auch. Und weiter geht's. Georock, ja, du kannst dir Energie wiedergeben. Gigasauger. Und so, zack. 58 für Papinella. Geowatz. Ja, okay. Ist in Ordnung. Risikotecke, ja, das kann ich nicht in Ordnung, aber okay. Mobilbaum, da haben wir auch nochmal Gigasauger. Das war überhaupt nicht toll, das war jetzt sogar gemein. Aliados, Nachtnebel, nochmal, Dreckvieh. So. Dann etwas Scarabon nach vorne. Ich will es kein Beleber ausgeben, dafür bin ich eindeutig zu geizig. Aha, nein, hier rein. Naja, genau, du warst Uris. Ja, du gibst mir vielleicht eine gratis Heilung, das ist nett. Hier ein bisschen rumrennen. Okay. Ein Nahkampf. Du machst auch eine Sphäre, ja. 57, ah, jetzt kommt's. Sherox durch Schwertanz erlernen. Perfekt, dafür kommt Zornklinge weg. Nahkampf, du bist weg. Sharks den perfekten Angriff gelernt. Schwerttanz, das ist perfekt, Leute. Besser geht's nicht. So, das heißt immer wieder. Jetzt gehen wir erstmal wieder. Und gehen erstmal hier lang. Okay. Okay, das habe ich nicht bedacht, aber okay, Schwerttanz. Ja, Schwerttanz. Wollte mal eine Kreuzschere ausprobieren. Weg, sehr schön. Panzer-Aeron, was soll für den drin? Eisenschädel. Wird nochmal Eisenschädel. Das geht jetzt noch Schlagkraft mit Schwerttanz drauf.
Das ist sehr schön. So muss das sein. Jetzt ist Shirox perfekt. Die perfekte Kampfmaschine mit Schmetterns. Elixier gut. Okay. Hypoteros. Okay. Waldschere. Okay. Moving. Eigentlich wollte ich jetzt nicht machen, aber okay. Mal Goldschere. Tschüss. Okay. Jetzt der noch. Ein Stalos. Okay, Schwertanz. Durch Schwertanz. Und Breitschere. Sehe schon. Nochmal Schwertanz muss rein. Und eine Kuhmurmilch. Eisenschweif. Wie billig. Goldschere. Eisenschwede weg. Magneson. Goldschere. Besiegt. 58. Sehr schön. Ein Dotri. Eisenschädel besiegt. Eisenschweif noch gefunden. Aha. Kumumilch. Ein Dickdri, nicht Dotri. Entschuldigung. So Leute, ich bin wieder da. Ich muss leider ganz kurz pausieren. Es gab eine kleine Unterbrechung, aber das macht jetzt nichts mehr. Es kann weitergehen. War ja nicht irgendwo was. Okay, Sandam taucht auf. Du bekommst einen Eisenschädel. Und dann eine Kreuzschere. Genau, dann bist du besiegt. Hier war nichts. Okay, dann gehe ich eben wieder zurück. So. Dabei muss er mal an das eigentliche Training heranwagen. Mit dir, mein Kollege. Ja, okay. Shirox ist erstmal stark genug. Hier nehme ich den EP-Teiler weg. Kämpfen wird jetzt. Ja. Ja, Scaraborn. Hey, Scaraborn ist noch stärker. Ich sag, bei Shirox ist es stark genug. Sehr witzig, aber nein. Dafür kriegst du jetzt den EP-Teiler. Hier. So, Adiralas ist das Schwächste, aber mit erstmal trainiert. Mit EP-Teiler. Okay. Nahkampf. Okay, du machst das schon mal weg und du machst das hoffentlich fertig. Nein. Naja, was soll's. Viel ändern. Ja, Lucario macht das schon. Sehr schön. Machen wir mal diesen Doppelkampf. Oh, habe ich jetzt. Oh ja, jetzt ist es ein Einzelkampf. Das ist nicht so toll. Wollte ich nicht unbedingt, aber okay. Nahkampf. Amaido. Ne, da bleibe ich doch mal drinne. Nahkampf. Schlitz. Oh Gott, das war noch ein Volltreffer, du. Hexer. Nicht gut. 46 für Adiados. Was? Psychokinese will ich lernen? Krasser Scheiße. Naja, mach ich gegen Schattenstoß, würde ich sagen. So. Und ein Bolteros. Ja, da bleiben wir natürlich drin. Machen mal wieder Nahkampf. Und besiegen es. Gut, dann müssen wir einfach hier mal schnell einen Doppelkampf nochmal machen. Zum Heilen. Ah, wir sind schon geheilt, gut. Okay. Nahkampf. So. Zweimal Panzeron. Nicht so toll. Naja, Nahkampf. Okay, Lucario hat das einfach mal so weggemacht. Das ist ja schon auf Level 68. Das ist ja das Erstaunliche bei diesem Lucario. Aber okay.
Ich tue das Ganze gar nicht. Im Gegenteil, das freut mich. Und ja, jetzt muss ich den auch noch so machen. Nahkampf. Level 60 für Skaraborn. 47 für Adiados. Ramaidon. Ja, Papinella schicken wir mal raus. Und Gigasauger. Die Hälfte Kopfstoß. Ja, das war natürlich ganz klar. Du darfst erledigen. Mit Nachtnebel. Bang. Back. Ja, und dass das die Ding kommt, war ja klar. Nahkampf. Und tschüss. Ja, dann machen wir mal. Jetzt einfach mal. Ja, mega nach vorne kommen. Lucario wird ja auch so das meiste für uns erledigen, bestimmt. Wir werfen einfach mal ein bisschen mit Kreideschrei nach. Ich auch. Ich glaube, dass das nicht nötig ist. So ungefähr. So. Das ist doch toll. Ja, ein Finster dabei. Kreideschrei. Das bringt wohl nicht viel, aber was soll's. Lucario macht die sowieso alle fertig. So. Und zack, weg. 48 für Adiados. Okay, hätten wir jetzt einen schönen Doppelkampf. So. Okay. Kreideschrei, wir helfen weiterhin mit Kreideschrei aus. Ja gut, ich kann Aqua, weil er kann Lucario, das ist auch toll. Hariyama. Kreideschrei. Aquawelle, okay. 51 wäre mega. Oh, das war böse. Dampfern. Kreideschrei. Kriegt jetzt alles einmal Kreideschrei ab. Damit sind die auf jeden Fall dann unbesiegt. Und der Nahkampf war jetzt böse. Jetzt habe ich kein Lucario mehr auf meiner Seite. Und Maschumai kommt auch noch rein. Ja, dann mache ich mal eine Kehrtwende. Und hol meinen Xerox raus, würde ich sagen. Das war jetzt ganz böse. Kreuzschere. Okay, das ist besiegt. Nepomentas, ja. Du kriegst die Kreuzschere umsonst. Tschüss. 43, ja, das, okay, das musste jetzt so kommen. Okay, du darfst selbst raus und denkst, ich kann Chinesen mal benutzen. Wuchtschlag, das hat ja kaum was gezogen. Also ja, das hat ein Psychokinese, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, aber okay. Was soll's? Ach komm. Triff. Naja, gut, was soll's. Smetbo kriegt jetzt die Erfahrungspunkte, Ziehstrahl und tschüss. Okay. Okay, nein. Okay, ich dachte, das Item würde ich mir holen. Kreideschrei. Ja, das ist gut, das ist okay. Auch in Sphäre und tschüss. Sehr schön. KP Plus. Okay. Gut, gut. Nein, Flucht. Ja Leute, ich beende diesen Part hier und sehen uns dann das nächste Mal genau hier wieder, wenn ich noch ein bisschen weiter auf der Eiseninsel mit trainiere. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, ciao und bis dahin.